Herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von The Evil Duet 2. Wir machen genau da weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Okay, wir haben bei den Zügen letztens aufgehört, aber heute starten wir wieder am Kontrollpunkt bei dem lieben O'Neill. Hallo O'Neill! Na, wie geht's dir? Was werkelst du da schon wieder dran rum? Ich frag mich, woran der wieder rumbastelt. Na, was sollen wir machen? Also, wir haben hier in der letzten Aufnahme eine Munitionstasche gefunden. Das heißt, wir können jetzt mehr Munition mit uns rumschleppen. Also werden wir da jetzt ein bisschen Munition nachproduzieren. Wir haben ja genug Munition. Dann machen wir das auch eben. Ja, okay. Das ist doch erstmal genug. Und dann werden wir noch einen Schockbolzen nachproduzieren. Und wir werden uns noch ein paar Harpunenbolzen machen. Und wir werden eine Spritze machen. Gut, das wär's doch mal fürs Erste. Gut, dann werden wir noch mal eben nachgucken, was wir an Verbesserungen machen können. Werden wir mal die Feuerrate ein bisschen erhöhen. Und ja, das Magazin werden wir auch nochmal aufrüsten. Ja, ich stehe so sehr auf Munition. Wenn genug Munition da ist, dann bin ich happy. Wer ist das nicht? Also, ich schon. Und ihr wahrscheinlich auch. Mehr Munition heißt auch gleichzeitig mehr Aktionen. Bevor wir uns so ein Zombie macht. So, weiter geht's. Wir haben noch zahlreiche Orte hier in dem Vorort noch zu erkunden, aber erstmal starten wir einen Besuch bei Tatjana ab und werden uns noch ein paar bisschen Gehirnsaft in unser Gehirn pressen lassen. Ab durch den Spiegel. Ja, Kätzchen, ich freue mich auch, dass du da bist. Oh, der Krankenstuhl. Der Rollstuhl. Tatjana, bist du da? Sie haben etwas mitgebracht. Nanu. Ein Schlüssel? Exzellent. Manche Schlüssel führen zur Erleuchtung. Aber dieser gehört nicht dazu. Dieser ist eher weltlich. Aber dennoch nützlich. Na los, öffnen Sie einen. Sein Inhalt ist in Ihren Händen besser aufgehoben. Wow, ich habe echt Glück gehabt bei dieser Aktion. So, jetzt können wir Hinterhalte machen. Gut. Und das werde ich noch aufrüsten, damit wir ein bisschen schneller sind. Und den Kampf werde ich mal ein bisschen aufrüsten. Ja, das war's dann auch schon wieder. Ja, schon. Ich finde es zum Kotzen. Nur ein bisschen List und ein bisschen Kampf und schon wieder alles ausgegeben. Ach, die Sachen, die sind einfach so teuer. Verdammt schweineteuer. Verdammt nochmal! Aber jetzt können wir wenigstens beim Schleichen etwas schneller vorangehen als zuvor. Und wieder durch den Spiegel. Ja, da ist es jetzt ruhig. Da haben wir letzte Folge alles abgeholzt. Na, wollen wir mal sehen, was wir heute alles wieder abholzen.
Speedy Gonzales! Hachi! Hachi! Stirb! Mann, wie was für schöne rote Augen die haben. Ich bin ein bisschen neidisch. Was? Nichts drin? Jetzt habe ich Angst. Ah! Wow. Wieder nichts drin. Schon wieder nichts drin. Oh, das ist ja ein Horror. Der Horror. Ah! Horror, Mora, Lora. Piep. Ja. Dann steigen wir mal die Leiter auf, um den heiligen Gott Hallo zu sagen. Natürlich steht da auch einer, ne? Hey, ich dachte, hier oben dürfen keine sein. Hier steht ein Schild doch gerade da, oder nicht? Der blüht gleich was. Aber sowas von. Hatschi! die hat das gekriegt und das hat sie sich garantiert nicht gewünscht. Positionsmunition. Mwah, lecker. Waffenteile. Auch lecker. Die beschädigtes Präzisionsgewehr. Dieses Präzisionsgewehr ist stark beschädigt. Mit den richtigen Teilen könnte es repariert werden. Allerdings kann der Vorbesitzer dir nicht mehr sagen, wo man sie findet. Dass sie es nicht zurück, wenn sie es ausleihen. Wenn sie sich was von mir ausleihen und es kaputt zurückbringen, das kann ich zum Tod nicht ausstehen. Dann krieg ich die Wutanfälle. Der Lauf ist hinüber. Aber der Rest sieht gut aus. Ich muss ein paar Ersatzteile finden. Mobius, Kommunikationsprotokolle. Ersatzteile. Kommunikationsprotokoll auf dem Kommunikator gefunden. Kating. Wir sind auf dem Dach des Gebäudes, neben dem Besucherzentrum. Der Läufer des Präzisionsgewehr... Quatsch. Der Lauf des Präzisionsgewehr ist hinüber. Brauche Ersatzteile. Also, falls ich das jetzt falsch ausspreche, schreib's bitte in die Kommentare. Dann kann ich es besser lernen. Also, ich lese das jetzt. McCoy. Die Teile sind im Vorratsschuppen gegenüber von Union Auto Repair. Der ist ganz oben im nordwestlichen Winkel der Stadt, direkt am Rand des Bruchs. Komm schon, Mann. Kating? Mir egal, wo sie sind. Bringen sie mir einfach, bevor diese Dinger hier aufs Dach kommen. Tja, war wohl ein bisschen zu lange gebraucht, bevor er es gefunden hat. McCoy? Scheiße, Mann. Warum kriege ich immer ich die gefährlichen Jobs? Ja, weil du so einen bescheuerten Nachnamen hast oder Namen hast. Deswegen kriegst du die scheiß Jobs. So, da haben wir ja wieder richtig schön schnuckelige Ware. Oh, Waffenteile. Wunderschön anzuschauen. So, dann geht's jetzt wieder runter. Denn wir wollen uns doch mal jetzt, da macht doch mal die Kirche angucken, ne? Was da abgeht. Kirche! Die Kirche des Heiligen Amens. Dann gucken wir nochmal hier in dieser Mülltonne.
Was? Nix, nur ein blöder Stein? Oh Mann, sind die hier grannig wieder mal. Typisch. Hallo? Bitte vergib mir. Alles in Ordnung? Bitte vergib mir. Bitte vergib mir. Oh Gott. Bitte. Bitte. Dementor! Schreibt mir jetzt die Comics, das war doch voll der Mentor, ne? Bumm. Hausverbot! Komm her, du Spast! Ich hasse euch, ihr Luppen! So. Alter. Voll, ich wusste gar nicht, wenn ein Dementor einen die Seele aussaugt, dass man dann zu sowas wird. Gott sei Dank ist das Harry Potter nicht passiert. Scheiße, kamen die durch das Fenster gehechtet. Ah, ja, so sind die mal, diese Aufdringlichen. Boah. Eine Münze. Ah, nee, ein Schlüssel. Und eine Pflanze. Der Pater hat sich definitiv gewehrt. Das hat er. Und das sogar mit heiligem Beistand. Aber wisst ihr was, Leute? Dieses Zeichen da, ne? An den Wänden. Das wird uns später im Spiel noch öfters begegnen. Also, behaltet das im Hinterkopf, bitte. Na, was hat der denn zurückgelassen? Schießpulver. Ah, gut zum Schießen. Ich hab was zu fressen, Manni. Komm, lass uns essen gehen. Ich hab was zu fressen. Okay, Manni, ich komme. Hier, Manni. Ich hab auch was zu fressen für dich, du Arsch. Und du lebst, das sehe ich doch. Jetzt verreckst du erstmal eine Runde. Diese Dinge häufen hier Leichen auf. Aber warum? Ja, das frage ich mich auch. Mal kicken, was hier unterm Auto ist. Schießpulver. Geil. Ich liebe Schießpulver. Da bin ich immer so schön bereit zum Schießen. So. Was verbirgt sich in Haus Nummer 1?
er da runterkommt, oder? Was? Du kommst nicht mit? Keine Zeit. Ich gehe zur Lackiererei. Vorräte besorgen. Triff mich im Besucherzentrum, wenn du fertig bist. Shooter da runterkommt. Okay. Ich weiß nicht, wo die hinwollen, aber es klingt interessant. Wollen wir doch mal sehen, was die da so besprechen. Ein bisschen Munition klauen von diesem armen Mobius-Soldaten, der leider es nicht geschafft hat. Klopf, klopf, wer ist da? Die Tür! Das ist immer noch der beste Spruch. Brauchen wir nicht. Oh, ein bisschen Backpulver oder Mehl. Naja, Rauchpulver nennen sie es hier, aber ich weiß doch ganz genau, wofür wir das später verwenden. Das ist nämlich später, dieses Rauchpulver ist dafür da, wenn wir nämlich die Blendbolzen gefunden oder Rauchbolzen gefunden haben, können wir nämlich mit ein bisschen Schießpulver und Rauchpulver, nämlich sogenannten Rauchbolzen herstellen. So als kleine Information vorn an. Nix drin! Verdammt nochmal, ich hasse das! Die Geister reden zu mir. Ich bin ein Geistermedium. Du weißt, wie man mit dem Computer da runterkommt, oder? Was? Du kommst nicht mit? Keine Zeit. Ich gehe zur Lackiererei. Vorräte besorgen. Triff mich im Besucherzentrum, wenn du fertig bist. Im Besucherzentrum? Warum? Ich habe den Überlebenden gesagt, sie sollen sich da verstecken. Ich muss sie erledigen, solange sie noch ängstliche Bürger sind. Ist einfacher, sie zu töten, bevor sie sich in diese Dinger verwandeln. Ja, ich hatte ja. Oh, Waffenteile. Ich kenne nicht meine Hildegard. Diese Hildegard ständig. Eine Sicherung. Gut, 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 gut. Oh, eine Falltür. Wo führt die denn hin? Da gehen wir doch mal runter und gucken mal. Ich bin gespannt. Nanu, Server? Ein Computer? Das ist geil. Man spielt ein Computerspiel, man ist schon in einer virtuellen Welt so gesehen. Der Stem ist ja eigentlich eine virtuelle Welt. Und so gesehen reist man in der virtuellen Welt mit einem Computer zwischen zwei Bereiche. Dieser Union-Umgebung und der Geheimbasis von Mobius, wo sie ihre morphiden Pläne ausarbeiten. Dieser Computer funktioniert noch. Fast so. Ja, das ist ein kleines Gimmick, das ist dafür gedacht, dass es das Laden nicht so lange dauert. Seht ihr? Guck, wisst ihr was, das finde ich ja irgendwie unverschämt, ne? In Union so einen alten Schrottkasten und hier jetzt so einen richtig modernen, schnuckligen Super-PC mit was weiß ich von einer Grafikkarte drin. Das ist doch unfair, oder nicht, Leute? Das Waffenarsenal, das Mark. Ist das ein Rückenmark? Ich bin im Rückenmark. Mal aufmachen. Oh, Nägel. Geil. Übrigens, die Nägel werden wir später brauchen für den Explosivbolzen. Sobald wir einen Explosivbolzen gefunden haben, können wir nämlich einen hier herstellen. Jetzt habe ich mich selber erschrocken.
nochmal. Tür auf! FBI, open the door! Bin viel zu sicher, wenn ihr mich fragt. Hier ist doch was. Die Witch. Ich kick dich, du blöde Kuh! Nanu, hat da jemand anscheinend einen Developer-Code eingesetzt? Ja, Leute, ich habe einen Developer-Code. Ich kann sie, keine Ahnung warum, ich habe das mit dem Kauf des Spiels bekommen, ich kann diese Witch mit einem Schleichangriff so killen. Weiß nicht warum. Habe ich so mit dem Spiel, Kauf des Spiels bekommen. Ich weiß, es ist für einige dann unfair, aber ich weiß auch nicht, warum ich den bekommen habe. Naja, was soll's. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Jetzt gehen wir mal durch diese Tür hier. Ja, der hat's hinter sich. Ah, Schießpulver. Ah, ich schieß so gerne. Ein Metallrohr. Rohre verlegen ist ja mein Spezialgebiet. Oh, Waffenteile. Die können wir ja bald wie Waffen wieder aufmotzen. Oh, wieder Schießpulver. Oh, Waffenteile. Also echt mal, ich werde ja echt hier jetzt beschenkt. Heißt auch meistens, dass da noch was passiert, wenn das so ist, oder nicht? Okay, gehen wir mal diesem merkwürdigen Geräusch nach. Lass dich nicht stören. Ich will dir nur eben mit dem Messer dich erstechen! So, Gehirnmasse. Und du da, haltest die Fresse. So, oh, ich habe so viele Kugeln verballert, dass sie nicht aufsteht, ne? Das ist verrückt, oder? Aber ich habe wieder Gel. Leckere grüne Gemüsesuppe. Leckere Gehirnsuppe. Das bringt's immer. Das macht schlauer. Denn, so gesehen, was machen wir denn wohl auf diesem Medizinstuhl bei Tatjana? Wir lassen uns ja diese grüne Gehirnsuppe von unseren Gegnern in unser Gehirn einpressen. Dadurch werden wir schlauer und haben mehr Fähigkeiten. Ist doch verrückt. Aber sowas geht ja leider wirklich, zum Glück ja nur in einer virtuellen Welt wie dieser hier. Schon wieder diese Hildegard.
Und so wird gehackt, meine Damen und Herren. Boah, eine Knarre, Munition. Danke, mein Freund. Und Waffenteile. Boah, ich werde hier richtig bescheckt mit Waffenteilen. Ein Medipack. Jetzt wird alles gut. Was ist denn hier drin? Eine Pumpgun. Jawohl. Jetzt können wir richtig loslegen. Die nehme ich. Die werden wir uns auch erstmal abspeichern. Hier bei 3. Und wir werden uns gleich hier Munition nehmen. Ja, geladen ist sie. Dann gucken wir mal, was in dieser Kiste drin ist. Oh, Schießpulver und Waffenteile. Oh, ich finde es einfach nur geil. So, ja, ich glaube, das war's. Ja, das war's. Gut, habe ich eine? Ja, ich habe eine. Puh, ja, da hätten wir ja fast übersehen, aber zum Glück habe ich ja alles. Gut, dann geht's wieder raus. Raus aus dem Mark, aus dem Waffenlager. So. Ich wusste irgendwie, dass da irgendwelche Freaks rauskommen. Scheiße! Schnauze! So, Ruhe hier. Oh, ich dachte, ich könnte die beide eben so hier voll Splinter Cell-mäßig eben zack, zack, aber leider daneben falsch gehofft. Mal kicken, was hier noch drin ist. Eine Statue von der Göttin Lucia Maladu. Nein, war ein Scherz. Okay, jetzt geht's aber wirklich raus. Jetzt geht's wieder raus. Puh. Leute. Ja. Langsam lässt uns das Spiel merken, dass wir nicht hier erwünscht sind. Eine Pflanze, die habe ich gar nicht gesehen. Mein Gott. So, jetzt gehen wir wieder durch die Tür. Und schon wieder habe ich da voll reingetreten. Ja, jetzt nehmen wir uns noch ein bisschen Munition, damit wir wieder volle Munition haben. Und dann wieder durch den Computer. Ist komisch. Wenn wir in Sebastians Zimmer wollen, gehen wir durch den Spiegel. Gehen wir aber ins Mark, nehmen wir einen Computer. Merkwürdig. Ein Baum. Noch ein Baum. Und eine Lichtschranke. Und wieder dieser Schrott-PC. Ich sag's doch. Was soll der Scheiß? Wieso kriegen die so einen alten 1997er Schrott-PC und die in dem Mark haben einen 2020er PC da stehen? Oder 2015er PC, würde ich mal eher sagen. Das ist typisch. Typisch. So, jetzt gehen wir wieder raus.
ganz leise. Da könnte ja wieder was passiert sein. Okay. Da war ich nicht drauf gefasst. Wer hat mein Henry ermordet? Wer war das? Welches Schwein? Das denkt sie bestimmt gleich. Nö. Ach, der war mir wieso egal. Ich mochte ihn wieso nicht. Nanu? Was ist da? Ist da was? Nee, doch nicht. Hab mich getäuscht. Hä? War da doch was? Nee, doch nicht. Ich hab wohl einen Schaden. Und Schnauze und Schluss für dich mit Genasche. So, Freunde, ich glaube, ich muss jetzt wieder aufhören. Das war doch ein spannender Part, würde ich mal sagen. Das nächste Mal geht es weiter. Aber erstmal gehen wir zurück in den Safe House. Und trink noch ein Tässchen Käffchen. Oh, lecker. Toll. Ah, lecker, eine Tasse Kaffee. Lecker. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss!